Die 12 zum Gruße und willkommen zurück zu Let's Play Sternenschweif. Ja, da habe ich euch gerade gezeigt, was passiert, wenn man in eine dieser Ork-Armeen oder Patrouillen diesen Kontakt hat. Und deshalb werden wir natürlich nicht dahin gehen. Ja, das Blöde ist, dass ich an der Stelle gespeichert habe, wo direkt nochmal der Kampf kommt. Deswegen werden wir den jetzt nochmal machen müssen, was aber nicht so schlimm ist, da wir jede Menge Abenteuerpunkte dafür kriegen. So, noch einmal stürmt vor, noch einmal. Zwei Magier dieses Mal. Grrr. Ja, geh du mal dahin. Und ein Zwerg dieses Mal dabei. Ah, diese Meuchelmörder hier, also echt. Gefällt mir alles gar nicht. Okay, das wären vier Felder. Das wird gehen. Zack. Zauber misslungen, sehr gut. So, du gehst in den Nahkampf. Zauber, Kampf, Blitz. Felder. Kampf, Blitz. Tjung, Druide. Okay. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, wie viel brauchen wir. Ah, es kann sich von hier, okay. So, die Magier sind geblendet schon mal, die zwei vorderen hier. Du gehst noch einen Schritt näher. Genau, mach den mal down. So, und du musst jetzt irgendwie da hinten einen Blitz hinkriegen. Kannst du sie wahrscheinlich wegen dem Stein nicht erreichen. Ja, und sie kann drei Felder gehen. Ha, das reicht doch. Jetzt musst du nur noch treffen. Aber es war auch jetzt ein bisschen Glück, dass die Zauber alle schief gingen. Zack, so. Und der rennt direkt mal weiter zu dem Magier. Auf die Rückseite, genau. Ah, der Zwerg. Obwohl, die bleibt immer besser da. Ja, besser den Zwerg, glaube ich. Der ist mächtiger als der Torwaler. Ja, den Zwerg. So, wir schicken dich mal ein Stück näher ran. Meine mächtige Magierin Nahema. So. Ne, die geht ganz in den Nahkampf. Und, obwohl, ne, warte mal, wir müssten den Magier da schnell down kriegen. Kampf. Ignifaxius. Ignifaxius, Feuerstrahl. Zing! So, sehr gut. So, der Druide ist down. Hervorragend. Sichern. So, den Magier haben wir auch. Okay. So, die Magier sind down. Und den Rest, würde ich sagen, sollte nicht das Problem werden. So ist es. Na, gehen wir jetzt aber nicht wieder dahin zurück und umgehen das mal hier in die Richtung. Sonst haben wir schon wieder den Kampf. Ja. Wir könnten eigentlich hier noch eine kleine Meditation, die Nahema machen. Meditation 20. Kriegt sie noch ein Tanilchen? Hm, yummy. Und sie auch. Oh, der Rest ist in Ordnung. Und ab dafür. Jamila Azilla hat eine neue Stufe erreicht. Damit ändern sich einige Werte. Ja, das werden wir aber machen jetzt von Hand. Alle Eingaben von Hand vornehmen.
Damit ist sie auf Stufe 9 als erste. Sehr gut. Körperkraft ist das höchste 20. Da machen wir nicht weiter. Ja, dann würde ich sagen Charisma. Da sie ja auch meine Stadtkundige ist und die meisten Gespräche führen wird, wäre es ganz gut, wenn sie Charisma was höher hätte. Und die Raumangst muss weg. Sehr gut. Jetzt hat sie alles auf 4, außer die Neugier und den Jähzorn. Kampf, da erhöhen wir Äxte. Ich hoffe, das klappt sehr gut. Und Stichwaffen. Ah, Mist. Stichwaffen, Mist. Ach komm. Ah, na also. Gefahrensinn. Gefahrensinn. Gefahrensinn hat nicht geklappt. Und noch die Sinnesschärfe. Auch nicht geklappt. Ja, super. Jetzt machen wir noch Schlösser. Das ist nämlich auch total wichtig. Ah, nicht Gefahrensinn. Handwerk, Schlösser, gelungen, sehr gut. Und nochmal Schlösser, gelungen. Ja, hier, 13 Schlösser, perfekt. Gesellschaft, da müssen wir jetzt mal gucken. Bekehren, betören, betören machen wir höher. Gesellschaft, betören, nochmal. Sehr gut. Gesellschaft. Gassenwissen. Wie sieht es denn mit den Schleichen aus? Hat sich schon auf 7. Komm, noch einmal. Ach, da. Naja, das war nicht der Brüller, aber trotzdem okay. So. Dann bewegen wir uns mal Richtung der Blutzinn hier unten in dieser Ork-Festung. Losmarschieren. Ach, dieser Waldschrat, der soll sich mal nicht so anstellen. Wir machen doch mit seinen Wäldern gar nichts Schlimmes. So, hier geht's weiter nach Süden. Weiter marschieren. Jetzt sind wir schon im Gebirge. Hier ist es natürlich auch viel kälter. Wir haben noch Herbst. Eieiei, da hat ihm was wehgetan. Losmarschieren. Ja, gehen wir durchs Vordertor? Gehen wir hinten rum, würde von hier sein. Na komm. Oh, nein, stopp. Hey, das ist der Tarnes krank geworden. Taliomehl. Krankheit heilen auf Tarnes Drachenblut. Frostschaden. Ja, ja, das ist nicht gut. Oh, wir haben Yoruga gefunden. Sehr gut. Nochmal Yoruga. Hm, was ist denn los? Fragt Asleif Filiason. Ich glaube, ich habe was gehört. Da sind aber eine Menge Löwen hier. Da sollte ich vielleicht besser keinen Autokampf erstmal machen. Das sind nämlich etwas viele. Wir müssen wie ungültiges Ziel. Da, Waldlöwe. Zack. Ah, Säbelzahntiger ernährt sich. Nicht gut. Ja, die Mana brauche ich eigentlich. Die Astralpunkte. Deswegen. Ja. Machen wir auf Fernkampf. Ich hoffe, die kriegen kein Schlachtfeldfieber oder sowas. Oder Tollwut. Sind eigentlich nicht so stark, aber... Ach komm, die sind eigentlich nicht so stark. Haut sie um! Macht sie fertig! Hat die natürlich zum Besen So, den geht es natürlich jetzt nicht so gut, sehr wahrscheinlich. Nächste Kreuzung, losmarschieren.
der den nächsten Weg gab und taucht plötzlich eine Ork-Patrouille auf. An Flucht ist nicht mehr zu denken. Ja, das sind natürlich zu schwache Gegner. Die knocken wir einfach um. Säbel, die nehmen wir mit. Losmarschieren. So, oh, ich hätte nach links oben gemusst. Ich Trottel. Lagerplatz suchen. Die braucht jetzt erstmal ein bisschen Energie. Das machen wir runter. So, viel zu essen. Hier, nimm du mal das ganze Essen. Das ganze daneben tun. Und die ganzen Kräuter hier rüber. Belmat ein paar. Ja, immerhin. Na, hab ich's nicht. Was ist das denn jetzt? Oh. Die Würsel kannst du direkt mal einnehmen. Und eine Tanne. Doch, eine Tanne kannst du auch noch nehmen. So, soweit, so gut. Ach, die hatte noch den Krötenschemel. So, wo sind ihre Wurfsterne? Da sind sie. Sah ich das gerade richtig? Ja, der ist krank. Ne, der ist bewusstlos. Eieiei. Durch den Autokampf. Auch nicht schlecht. Ja, dann tun wir ein bisschen Süppchen machen für ihn. Da Antauern selbst nicht in der Lage ist, etwas zu essen oder zu trinken, füttert Glorana ihn. Ah, okay. Ist in den Nahkampf gegangen. Leicht beschädigte Waffe. Supi-dupi. Haben wir noch einen zweiten... wir haben nur den hier. Tun wir den mal hier rüber. Gegenstand benutzen. So. Gegenstand benutzen. So, dies mag ich. Na, hat es nicht gemacht. So, 7 Stück rüber. Ja, der braucht bessere Panzerung, ganz klar. So viel Panzerung wie möglich, der soll schön hinten bleiben und wenn er mal getroffen wird. Boah, das kostet natürlich jetzt gut Geld, was der hier macht. Tja, hätte ich mal nicht mitgenommen, na egal. Ja. So, wir müssen in die andere Richtung. Keine Bewegung oder ich schieße euch in den Bauch. Man sagt, es soll lange dauern, bis man stirbt. Und erst ganz am Schluss soll man aufhören zu schreien. Meine ich, was sollt ihr hier? Ja, ein Bauchschuss wäre natürlich ganz schlecht. Die Frau ganz in grünem Leder steht halb vor einem Baum verdeckt und beobachtet euch scharf. Wollt ihr vorsichtig zu euren Waffen greifen oder ihr antworten, wir sind nur harmlose Wanderer? Das machen wir. Eine Jägerin, seid gegrüßt, werte Reisende. Ja, du auch. Firun zum Gruße. Kannst du mir hier was über die Blutzellen sagen? Ist nicht ihr Ding. Hm, supi. Ja, mehr will ich eigentlich von dir nicht wissen. Vielleicht ein bisschen über die Wege. Die Wege sind in Ordnung, aber eine Menge Gesindel treibt sich in den letzten Tagen herum. So schnöselose und Galgengesichter, alle miteinander eure Freunde. Naja, geht mich nichts an. Okay, Tschüsskowski. Lagerplatz suchen. Wir müssen nämlich wieder zurück nach Nordwesten. Wir sind zu weit nach Süden gegangen. Sind also im Endeffekt an der Burg vorbei. 56. Zack. Die Zwölfe mit euch. Nieder mit dem Namenlosen. Bis zum nächsten Video.